Wir Menschen wissen seit Tausenden von Jahren, dass es in der Umwelt um uns herum verschiedene Substanzen gibt. Diese haben verschiedene Eigenschaften. So reflektieren verschiedene Substanzen das Licht in einer bestimmten Weise, oder sind schwarz, oder sie haben eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Temperatur, gasförmig, flüssig. Aber wir beobachten auch, wie die Substanzen miteinander reagieren. Hier sehen Sie ein paar Bilder von diesen Substanzen, das ist Kohlenstoff. Das ist also Graphit, das hier ist Blei und das hier unten ist Gold. Und alle, die ich euch hier gezeigt habe, habe ich von einer Webseite, dieser Webseite hier oben, alle hier sind in ihrer festen Form gezeigt. Aber wir wissen auch, beziehungsweise es sieht so aus, als wäre eine Art von Luftpartikel darin, je nachdem, ob es Kohlenstoff oder Sauerstoff ist. Also diese Elemente haben verschiedene Eigenschaften. Oder es gibt andere Dinge, andere. Sie können flüssig sein, wenn du die Temperatur sehr erhöhst, wenn die Temperatur hoch genug ist, dann wird auch Gold oder Blei flüssig. Oder du kannst diesen Kohlenstoff verbrennen, dann geht er in einen gasförmigen Zustand über und entweicht in die Atmosphäre. Das sind Beobachtungen, die wir alle längst wissen und die schon seit Menschengedenken beobachtet werden. Das führt zu einer grundlegenden philosophischen Frage, die wir heute ein wenig besser beantworten können. Was passiert also, wenn du diesen Kohlenstoff in immer kleinere und kleinere Brocken zerbrichst? Gibt es dann ein kleinstes Teilchen, eine kleinste Einheit von diesem Zeug, von dieser Substanz? Hat die immer noch die Eigenschaften von Kohlenstoff? Wenn du immer weiter zerbrechen würdest, würden die Eigenschaften von Kohlenstoff verloren gehen? Ja, es gibt noch kleinere Einheiten. Wir nennen diese verschiedenen Stoffe, diese reinen Stoffe, die spezifische Eigenschaften haben und auf bestimmte Weise reagieren, Elemente. Wir nennen sie Elemente. Kohlenstoff ist ein Element, Blei, Gold ist ein Element. Ja, du könntest auch sagen, Wasser ist vielleicht ein Element. Das haben die Leute wirklich früher angenommen, aber wir wissen heute besser, dass Wasser aus mehreren einfachen Elementen besteht, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Alle Elemente sind hier im Periodensystem der Elemente aufgeführt. Das ist das Periodensystem. C steht für Kohlenstoff. Also hier stehen alle, die für die Menschen besonders wichtig sind. Ich werde sie dir später nochmal zeigen. Sauerstoff, Stickstoff, Silizium, Gold, Blei. Das einfachste Element aller dieser Elemente, die einfachste Einheit ist das Atom. Die einfachste Einheit ist das Atom. Wenn man eine Substanz also in immer kleinere Stückchen zerlegt und am Ende ein Kohlenstoffatom zu erhalten, wenn man das hier macht, dann erhält man bei dem hier ein Goldatom. Wenn du einige dieser kleinen Partikel, die wir Atome nennen, die können wir dann nicht weiter zerkleinern, aber wir können sie immer noch Blei nennen. Ja, um euch nur eine Idee zu geben, ist gar nicht so einfach. Atome sind unglaublich klein. Wirklich unvorstellbar klein. Nehmen wir mal Kohlenstoff her. Mein Haar besteht auch aus Kohlenstoff. Großen Teil aus Kohlenstoff. Fast alle Lebewesen sind aus Kohlenstoff. Wenn du also mein Haar nimmst, das ist aus Kohlenstoff. Und mein Haar besteht fast hauptsächlich aus Kohlenstoff. Wenn du jetzt ein Haar von mir nimmst, mein Haar ist zwar nicht gelb, in Wirklichkeit ist es schwarz, aber das könntest du jetzt am Bildschirm nicht sehen. Und wenn ich dich jetzt frage, wie viele Kohlenstoffatome ist mein Haar breit? Also wenn wir es im Querschnitt machen, also nicht der Länge nach schneiden, sondern der Breite nach, und jemand fragt, wie viele Atome sind da drin? Dann kannst du erraten, du weißt, dein Atom ist recht klein. Das sind, denkst du, vielleicht ein paar Tausend oder Zehntausend oder Hundert Stoff. Nein, es sind über 1 Million Kohlenstoffatome. Anders ausgedrückt, du könntest ja 1 Million Kohlenstoffatome aneinanderfügen. Also es sind nicht genau 1 Million, aber es soll dir eine Vorstellung davon geben, ja, wie klein ein Atom ist, so über einen Haarquerschnitt verteilt. Nicht über die Länge des Haars, sondern über die Breite verteilt. Schon schwer genug, sich die Breite des Haars vorzustellen. Und dann 1 Million Atome, das ist ziemlich cool. Oder? Ja, wir wissen heute, dass es diese einfachen Bausteine von jedem Element gibt. Was aber noch interessanter ist, dass die miteinander in Beziehung stehen.
Ein Kohlenstoffatom besteht auch aus noch grundlegenden Partikeln, ein Goldatom genauso. Und tatsächlich ist es erst durch die genaue Anordnung dieser grundlegenden Partikel wird definiert, ob es sich um Gold handelt. Wir können die Eigenschaften, wie sie reagieren, man könnte das Element auch selbst ändern. Und um euch das etwas verständlicher zu machen, sollen wir über diese grundlegenden Teilchen jetzt ein wenig reden. Es gibt das Proton. Das Proton ist tatsächlich das definierende Partikel. Die Anzahl der Protonen im Atomkern definiert ein bestimmtes Element. Das definiert ein Element. Wenn man sich nun das Periodensystem anschaut, tatsächlich ist die Ordnungszahl hier aufgeschrieben, entspricht der Anzahl der Protonen. Ein Wasserstoff hat beispielsweise ein Proton. Helium hat zwei Protonen, Kohlenstoff hat sechs Protonen. Kohlenstoff kann niemals sieben haben, denn sonst wäre es nämlich Stickstoff. Sauerstoff besitzt acht Protonen. Wenn man jetzt ein Proton hinzufügen würde, wäre es nicht mehr Sauerstoff, sondern Fluor. So definiert die Ordnungszahl des Elements die Atomnummer, also die Anzahl der Protonen, die Zahl, die hier oben geschrieben steht, die Anzahl der Protonen im Periodensystem, ist gleich der Ordnungszahl, ist gleich der Atomzahl. Sie definiert die charakteristischen Eigenschaften eines Elements. Die anderen zwei wesentlichen Bestandteile eines Atoms, ich denke, man kann es so beschreiben, es ist das Elektron und das Neutron. Das Neutron. Das Modell, was du dir nun erstellen kannst, wenn man sich intensiver mit Chemie beschäftigt, wird es noch abstrakter werden und ein Konzept. Aber das Modell ist, wir haben Protonen und Neutronen, die den Kern des Atoms bilden. Zum Beispiel haben wir Kohlenstoff. Wir wissen, dass der sechs Protonen besitzt. 2, 3, 4, 5, 6. Eine Version des Kohlenstoffs, C12, besitzt auch 6 Neutronen. Es gibt jedoch Kohlenstoff, die andere Neutronenzahlen haben. So kann die Zahl der Neutronen wechseln, aber man hat immer noch das gleiche Element. Aber die Zahl der Protonen kann man nicht verändern. Verändert man, jetzt zeige ich nochmal, Kohlenstoff 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neutronen. Ist der Kern von Kohlenstoff 12. Manchmal wird es auch so geschrieben. Manchmal wird die Anzahl der Protonen drunter geschrieben. Der Grund, weshalb wir Kohlenstoff 12 schreiben, ich habe also 6 Neutronen gezählt, ist, dass das die Gesamtzahl ist. Die Gesamtzahl ist aber eine Betrachtungsweise nur. Also die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen im Kern ist 12. Kohlenstoff hat die Ordnungszahl von 6. Das können wir dann hier hinschreiben. Im Zentrum eines Kohlenstoffatoms haben wir also 6 Protonen und 6 Neutronen. Eine andere Version des C14 hat immer noch 6 Protonen, aber 8 Neutronen. 8 Neutronen. Die Anzahl der Neutronen kann man also verändern. Kohlenstoff 12 ist nun neutral. Ich sage euch gleich, was das bedeutet. Dann heißt es, dass er 6 Elektronen hat. Wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elektronen hinzeichne, vielleicht der beste Weg erstmal, die Beziehung zwischen Elektronen und Kernen nachzuzeichnen, dann ist es so, dass die sich hier herumbewegen, die Elektronen, um den Kern hier eben herumsummen, also oder um den Atomkern herumkreisen. Ist aber nicht ganz korrekt. Sie umkreisen nicht wie ein Planet die Sonne außen herum. Eine andere Beschreibung ist, dass sie mehr so herumspringen. So kannst du es dir auch vorstellen. Es wird so beschrieben, weil auf dieser Ebene wird es sehr seltsam, was passiert. Um wirklich zu verstehen, was Elektronen machen, das kommt später. In der ersten Vorstellung ist im Kern dieses C12-Atoms, der Kern ist also hier, genau in der Mitte. Die Elektronen springen ebenso um den Kern herum. Die Erklärung, warum die sich nicht bewegen, ist, weil sie einfach irgendwie ans Atom gebunden sind. Die Protonen haben nämlich eine positive Ladung, Elektronen haben eine negative Ladung.
Das ist eine der Eigenschaften dieser Elementarteilchen. Wenn man sich überlegt, was Ladung eigentlich von einem allgemeinen Kennzeichen unterscheidet, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn wir aber über elektromagnetische Kräfte sprechen, dann ist es sicher, dass sich ungleiche Ladungen anziehen. Protonen und Elektronen haben also unterschiedliche Ladungen und deswegen ziehen sie sich an. Neutronen sind neutral, sie sitzen einfach nur so im Kern, sie beeinflussen die Eigenschaften eines Atoms ein wenig, bei bestimmten Elementen zum Beispiel. Aber der Grund, weshalb Elektronen nicht einfach vom Kern wegfliegen, ist, dass sie von ihm angezogen werden. Sie werden zum Kern hingezogen. Und sie haben eine unglaublich große Geschwindigkeit, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Wir sind hier mal wieder in einem sehr fremdartigen Bereich der Physik. Wenn wir uns überlegen, was ein Elektron überhaupt tut, ich denke, man könnte sagen, es springt mit seiner Energie halt herum, letztendlich damit es nicht in den Kern hineinfällt. Das ist eine Denkweise. Also ich komme zurück zu meinem Kohlenstoff-12-Atom, definiert doch die Anzahl der Protonen. Sauerstoff hätte also 8 Protonen. Und Elektronen können mit anderen Elektronen wechselwirken. Sie können weggenommen werden. Dieser Prozess macht einen Großteil des Verständnisses der Chemie aus. Es geht also darum, wie viele Elektronen ein Element hat. Und wie die Elektronen eines anderen Elements konfiguriert sind oder wie Atome des gleichen Elements konfiguriert sind. Wir können also anfangen, eine Vorhersage zu treffen, wie ein Atom mit einem anderen Atom reagiert. Vom gleichen Element oder mit einem anderen. Oder wie es bindet, angezogen oder abgestoßen wird. Zum Beispiel, wir werden in der Zukunft noch viel darüber lernen, ist es für ein Atom möglich, ein Elektron vom Kohlenstoff zu klauen. Wir werden noch darüber reden. Aus irgendeinem Grund können das bestimmte Atome besonders gut. Bestimmte Elemente haben eine große Affinität für Elektronen. Also vielleicht dieses hier kann eins vom Kohlenstoff klauen und dann wird dieser Kohlenstoff weniger Elektronen haben. Wir haben dann zum Beispiel 5 Elektronen, 6 Protonen. Es gibt netto eine positive Ladung. Dieser C12 hatte 6 Protonen, 6 Elektronen. Die Ladungen gleichen sich aus. Wenn ich dann Elektronen verliere, verliere ich auch eine positive Ladung. Während der nächsten Chemievideos werden wir noch sehr viel davon hören, aber ich denke, ihr habt jetzt schon eine Vorstellung davon, dass das ganz schön cool werden wird. Wir sind schon bei den fundamentalen Grundbausteinen, dem Atom. Und was besonders toll daran ist, diese Grundbausteine bestehen aus noch grundlegenden Bausteinen. Alle diese Dinge können verändert werden, um die Eigenschaften eines Atoms zu ändern oder sogar, um zu einem anderen Element zu gelangen.